In dem nächsten Vortrag, den wir hören werden von Herrn Professor Dr. Andres Lepik, der ist Direktor des Architekturmuseums und Lehrstuhl für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis an der TU München. Herr Lepik studierte Kunstgeschichte, neuere deutsche Literatur und Sprachwissenschaft in Augsburg und München, promovierte an der Bibliotheca Herziana in Rom. Vielleicht können Sie auch sagen, wie weit die dazu beigetragen hat, vernünftig arbeiten zu können. Arbeiteten in den staatlichen Museen zu Berlin und an der Neuen Nationalgalerie. Sie waren dann Kurator im Museum of Modern Art in New York im Architecture and Design Department und sind seit 2012 in München in ihrer jetzigen Position. Zum Museum, weil für mich war das tatsächlich ein neues Thema, also dieses Architekturmuseum, das an einer Universität angesiedelt ist, wird darauf hingewiesen in einer Pressemitteilung der Technischen Universität München, dass es gleichermaßen Archiv und Ausstellung ist, vereint Sammlung, Lehre und Forschung, über 500.000 Ideen, Skizzen, Entwürfe, Pläne und Grundrisse sowie Schnitte und Bauaufnahmen von mehr als 500 Architekten seit 1750. Insofern denke ich, gibt es hier ein großes Vermittlungsproblem und Funktionsproblem an der Stelle und ich bin gespannt, was Sie in dem Vortrag Show and Tell uns vermitteln werden. Herr Lepik. Ja, vielen Dank an das Konstanzer Wissenschaftsforum und die Gerda-Henkel-Stiftung für die Einladung hier zu diesem hochinteressanten Symposium-Kongress zum Thema Wissensspeicher. Und ich denke, es ist wirklich sehr für mich sehr interessant und spannend und auch eine Ehre, jetzt hier in diesem Kreis reden zu dürfen, weil natürlich ein Architekturmuseum eine ganz spezielle Problematik hat, in die ich Sie ein bisschen einführen möchte in den nächsten 30 Minuten und auch ein bisschen darstellen möchte, was tun wir eigentlich, um nicht nur die Objekte, die wir verwahren, aus der Geschichte zu aktivieren, als Objekte, an denen Wissen dran klebt, sondern auch diese Objekte quasi zu vermitteln an eine breitere Öffentlichkeit, nicht nur die Experten und die Akademiker und zum Dritten dann, was tun wir als Wissensspeicher, um das Wissen, was wir nicht haben, von dem wir wissen, dass wir es nicht haben, einzusammeln. Also diese drei Punkte sind so ein bisschen der Schwerpunkt dieser kurz bemessenen Redezeit. Ich fand die Rede von meinem Vorgänger hier, Herrn Schneider, super spannend, weil natürlich eine Bibliothek in vielen Punkten ganz ähnliche Probleme hat. Und er hat ja das Thema der Architektur ja auch schon gleich am Anfang mit bemüht. Also diese Frage, wie verhält sich der Raum, das Gebäude zu dem, was das Gebäude dann letztlich beinhaltet? Und ich fand die Abschlussfrage jetzt aus der Diskussion auch, wie kann sich eine Bibliothek als Wissensspeicher legitimieren im digitalen Zeitalter, ist eine Frage, die sich natürlich auch für uns als Architektursammlung immer mehr stellt. In dieser Zeit, in der die Architekten immer weniger mit ihren Stiften auf irgendwelche Papiere oder Servietten zeichnen, sondern nur noch am Computer Daten generieren, die dann auf Festplatten abgelegt werden, wo manchmal die Architekten schon selbst nach einigen Jahren nicht mehr wissen, wie sie diese Daten pflegen, archivieren, wieder finden sollen. Und ich werde also vielleicht am Schluss noch mal kurz darauf eingehen, wie wir uns dieser Thematik stellen wollen. Zunächst mal als kleine Vorgeschichte, nur weil vielleicht die wenigsten wirklich wissen, was das Architekturmuseum ist und was es tut. Wir haben also eine riesige Sammlung in München angesammelt, auf die ich jetzt kurz die Vorgeschichte eingehen möchte. Sie wissen wahrscheinlich, dass Architekturmuseen oder Architektursammlungen eine sehr viel kürzere Geschichte zurückblicken können als die Kunstmuseen oder die Bibliotheken. Architekturmuseen haben sich im 16. Jahrhundert quasi, wenn man die lange Vorgeschichte nimmt, aus den Modellkammern, aus den quasi auch Wunderkammern
entwickelt, also speziell die Modellkammern in Rathäusern, wo technische Modelle aufbewahrt wurden, damit man Ingenieuren in der Zukunft erklären konnte, wie bestimmte Wasserpumpen oder ähnliche Dinge funktioniert haben. Und auf der anderen Seite die Korkmodelle der Grand Tour, auf der man in Italien sich als Souvenirs die großen Objekte des Begehrens, also das Kolosseum oder den Trajansbogen, zwar nicht mitnehmen konnte, dann aber wenigstens als Korkmodell in die fürstliche Sammlung nehmen durfte. Aus diesen beiden Traditionslinien haben sich die Museen entwickelt, aber in der ersten Instanz waren es immer Unterrichtseinheiten, also es waren Lehrsammlungen, an denen Architekten oder Ingenieure ausgebildet wurden. Sie haben erst sehr, sehr spät, also auch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, überhaupt eine Öffentlichkeit erreicht. Und ich möchte auch gleich im Vorfeld darauf hinweisen, dass natürlich das Architekturmuseum, wie viele andere Einrichtungen, über die wir schon gesprochen haben, natürlich eine ganz typisch europäische Erfindung ist. Es gibt ganze Kontinente wie Indien oder Afrika, die bis heute nicht wissen, was ein Architekturmuseum ist oder was es soll. Und da in diesem Spannungsfeld bewege ich mich in den letzten Jahren zunehmend auch mit den Ausstellungen, die ich mache, um zu zeigen, welche Form der Aktivierung von Objekten auch dazu führen kann, dass Institutionen vielleicht auch dort gegründet werden, wo es sie bisher noch nicht gibt, um dort auch eine Wissensgenerierung in einer anderen Form zu praktizieren und sie herzustellen. Also die Architektursammlung in München geht aus einer Studiensammlung der Technischen Universität hervor und ist heute hat sozusagen seine eigenen Schauräume in der Pinakothek der Moderne, und darauf gehe ich gleich ein, warum das so ist. Und hier in der Pinakothek der Moderne sind vier verschiedene Sammlungen beherbergt. Auf der einen Seite die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit ihrer modernen Kunstsammlung, auf der anderen Seite die neue Sammlung mit einer der größten Designsammlungen Europas, zum dritten die grafische Sammlung und eben die Architektursammlung, die von der Architekturfakultät der TU München organisiert und betrieben wird. Der Vortrag wird drei Teile haben. Ich zeige Ihnen ganz schnell, was ist das Architekturmuseum heute? Zum zweiten dann die kurze Vorgeschichte, damit Sie verstehen, wo wir herkommen. Und zum dritten dann die Frage Show and Tell. Wie vermitteln und wie aktivieren wir diese Objekte in der Gegenwart? Zunächst mal, wo ist das Architekturmuseum heute? Wir haben eine riesige Sammlung aus der Geschichte geerbt, die sich von großen Blättern, natürlich diese Schmuckstücke, die ich hier im Vorbeigehen zeige, zusammensetzt, also vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein. Und aus diesen ganzen Sammlungen heraus, also auch hier eben aus Lehrmodelle aus dem 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart, versuchen wir bis hin eben auch zu Spielzeugkästen, also Architekturspielzeuge, versuchen wir diese unterschiedlichen Linien auch weiterzuführen. Also im Augenblick, ist in der Einführung schon gesagt worden, haben wir geschätzt 500.000 Planzeichnungen, über 100.000 Fotografien und über 1.000 Modelle aus allen Zeiten, also vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart, und die ganzen schriftlichen Nachlässe von Architekten, von denen wir nicht nachzählen können, wie viel es ist. Diese Objekte dienen kontinuierlich einer Forschung, die sind nicht nur in Ausstellungen zu sehen, also hier nur als sozusagen im Rande zu zeigen, was tun wir damit. Seit 1979 werden hier kontinuierlich Dissertationen an diesen Sammlungsbeständen entwickelt, und seit 2012, das ist das Datum, als ich die Sammlung von meinem Vorgänger Winfried Nerding übernommen habe, habe ich jetzt mal zusammengetragen, was ist in dieser Zeit passiert. Also wir versuchen, an den Objekten Kolloquien zu entwickeln, Vorträge daran anzuhängen, Ausstellungskataloge, die natürlich mit den Ausstellungen zusammenhängen, Lehrveranstaltungen, die in der Uni sich auf die Sammlungen beziehen. Nicht alle von den fünf sind dann konkret an Objekten, aber meistens über Objekte hinaus. Und wir versuchen natürlich auch mit der DFG hier einiges zu entwickeln, damit wir in der Zukunft auch diese Sammlungen aktivieren.
Wo sind die untergebracht? Im Augenblick sehr disparat, ganz unterschiedlich, also teilweise auch an Orten. Hier diese Räume sehen ja jetzt noch sehr schön geordnet aus, aber wir haben eben auch unter dem Dachboden hier zum Teil ohne Klimatisierung auch immer noch große schriftliche Bestände, die natürlich nicht den Konditionen entsprechen, die wir gerne hätten. Auch hier der neue Modellkeller, nur dass Sie mal eine Vorstellung haben, wie sieht es hinter der Bühne aus und was tun wir damit? Ganz kurz zur Vorgeschichte. Die Architekturabteilung ist 1868 überhaupt in München gegründet worden an der Polytechnischen Schule mit einer Hochbauabteilung. Und hier wurden schon die Bestände der Akademie der Künste, die vorher schon Architektur gesammelt hatte, dann an die Polytechnische Schule übergeben, 1868. Und hier waren schon die Nachlässe drin von Karl von Fischer, Leo von Klenze und anderen, auch die Zeichnungen von Semper für das Richard-Wagner-Festspielhaus, solche Objekte, die damals für Studenten natürlich gesammelt wurden, um den Studenten an der Hochschule eine Ausbildung zu geben, damit sie sozusagen ihr Wissen am konkreten Objekt ausbauen konnten. Und da waren natürlich dann auch solche Modelle, die aus der Sammlung Ludwig I. kamen, und diese Korkmodelle, die er mitgebracht hatte von seiner Grand Tour nach Italien von dem berühmten Produzenten dort Karl May, der die hergestellt hat in Rom. Diese Sachen waren dann eben zuerst in der Akademie als Zeichenobjekte, und dann kamen sie als Lehrobjekte in die Architektursammlung. Diese Schauräume, Sie sehen es jetzt hier nochmal, wie das aufgebaut war in diesem Erweiterungsbau der TU, also der Polytechnischen Schule damals noch. Es war ein richtig großer Saal, und schon damals hat Friedrich von Thiersch damals diese Lehrsammlung schon bereits als ein Architekturmuseum bezeichnet, obwohl es überhaupt keine wirkliche Öffentlichkeit gab. Also hier sehen Sie im Grunde, da bildet sich ein Museum ohne Öffentlichkeit, also nur die Studenten und der Lehrbetrieb, der sich hier daran sozusagen teilhaben konnte, an diesem Wissen, was da verwahrt wurde. Und dieses Wissen ist dann aber auch ganz schnell wieder sozusagen verloren gegangen in einigen Punkten, weil einige der Professoren, die in den 20er Jahren kamen, also ich sage mal nur hier German Bestelmeier, Teile dieses Archivs bereits wieder veräußert hat, weil er gesagt hat, mit dem guten Druck von Büchern seien diese originalen Zeichnungen nicht mehr notwendig. Die bräuchten die Studenten nicht mehr, weil die könnten diese ganzen Abbildungen in Büchern finden. Und auch die Modelle sind dann später, also diese berühmten Korkmodelle sind dann später nach Aschaffenburg gegangen, weil man gesagt hat, die Architekten zeichnen nicht mehr nach Modellen, sondern die zeichnen nach Fotografien und nach anderen. Also insofern haben hier Objekte sind gekommen, sind gesammelt worden, sind inventarisiert worden und sind dann auch wieder weggegangen, weil man sie nicht mehr für den Lehrbetrieb notwendig erachtet hat. Ganz kurz, im Grunde diese unterschiedliche Geschichte hat sich dann weiterentwickelt, dass nach dem Krieg die Bestände waren zwar ausgelagert, aber dann hat man auch kein Interesse mehr daran gehabt. Also nach 1947 hat man Teile dann wieder aus Weihenstephan, wo sie ausgelagert waren, zurückgeholt. Aber erst nach 12 Jahren wurde überhaupt an der Technischen Hochschule dann ein Konservator für die Architektursammlung wieder eingesetzt. Also man hat sie einfach irgendwo abgelegt, und damit ist nichts mehr passiert. Dann aber ab den 50er Jahren kamen, weil die Sammlung eben doch immerhin einige berühmte Namen gehabt hat, noch einige Namen dazu, Theodor Fischer, Martin Elsässer und andere. Und dann in den 70er Jahren wurde noch zugeschenkt, weil die Landeshauptstadt München kein Interesse mehr hatte an einer eigenen Sammlung. Im Lehmbachhaus hat man dann Richard Riemerschmidt und Bestelmeier und andere Sachen an die TU übergeben, in der Hoffnung, dass man das vielleicht den Studenten zeigen würde, ist aber dann auch alles quasi in den Schubladen erstmal verschwunden. Es war mein Vorgänger dann, Winfried Merdinger, der 1974 als akademischer Rat an die Technische Hochschule kam und dort angefangen hat, die Bestände, die da also sehr, sehr schlecht auch verwahrt waren,
plötzlich quasi ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und zu wirklich auch nach vorne zu bringen. Ich sage jetzt hier nur, quasi einer der ersten war dann Thiersch, sozusagen einer der Lehrer der Hochschule, der selber für die Sammlung wichtig war, wurde dann wieder quasi von Nerdinger mit einer Ausstellung im Stadtmuseum dann gewürdigt. Und aus dieser kontinuierlichen Tätigkeit von Ausstellungen, also Riemerschmidt im Stadtmuseum und andere Ausstellungen, die er dann auch in der Residenz gezeigt hat, ist die Öffentlichkeit überhaupt wahr, hat sie wahrgenommen, die allgemeine Öffentlichkeit und die politische Öffentlichkeit, dass in dieser Technischen Universität ein Schatz an Architekturwissen und an Architektursammlungen verwahrt war, der bis dahin der Öffentlichkeit einfach nicht bekannt war. Und mit diesen Ausstellungen konnte dann eben auch der politische Druck erhöht werden, dass diese Sammlung auch nach einer quasi nach Schauräumen gedrängt hat. Und da gab es ein Erweiterungsprojekt damals in den 80er Jahren. Hier das, ist die Theresienstraße, hier die alte Pinakothek, wie Sie wissen. Und hier wäre jetzt die neue Pinakothek, die Pinakothek der moderne, neue Pinakothek hier auf diesem Gelände. Und es war ein Erweiterungsprojekt, wo hier, was Sie hier sehen, das Architekturmuseum sozusagen sein krönendes eigenes Gebäude gefunden hätte. Dazu ist es aber nicht gekommen, weil der Kulturminister damals entschieden hat, dass das ganze Gelände hier nicht für die TU entwickelt werden sollte, sondern für eine Museumsnutzung. Also Kulturminister Zehetmeier war das. Aber er hat dann auf das Drängen des TU-Präsidenten Otto Meitinger, der damals die Residenzwiederaufbau geleitet hatte, dazu gebracht, dass in das Programm der Pinakothek der Moderne auch eine Schauräume für das Architekturmuseum eingeplant wurden. Das war dann eben der glückliche Schluss, dass es zwar kein eigenes Gebäude gab. Man hatte also nach Frankfurt geschielt und gedacht, man könne vielleicht auch in München ein eigenes Architekturmuseum haben mit einem eigenen Gebäude. Aber der Glücksfall ist nunmehr, dass wir mit dem Architekturmuseum in dem Kontext der Kunst, des Designs und der Grafik eine Auftrittsfläche haben, die uns das ermöglicht, in dem Dialog mit den anderen Disziplinen hier tätig zu werden und natürlich auch in der Öffentlichkeit, die wir hier durch die offenen Fenster erreichen, auch die allgemeine Öffentlichkeit und nicht nur die Architekten hier reinzubringen, um sich mit Architekturfragen auseinanderzusetzen. Ich will es jetzt kurz machen. Der letzte Teil, diese Sammlung, man könnte hier lange darüber sprechen, ist in ihrer Tiefe und ihrer Breite bis heute überhaupt nicht vollständig erschlossen. Es ist auch nach 47 Ausstellungen, die Winfried Nerdinger gemacht hat und den 5 oder 6 Ausstellungen, die ich jetzt machen konnte, noch lange kein Land in Sicht. Wir haben also noch nicht alles erschlossen und auch noch nicht mit den Dissertationen bearbeitet. Das geht so weiter und es wächst auch noch einiges hinzu. Ich habe versucht, ab 2013 eine neue Strategie auch vorzugehen. Wie können wir diesen Wissensspeicher auch noch in die Zukunft weiter fortführen? Wir haben versucht, diese Idee erstmal mit einer Ausstellung zu ergründen und Show and Tell, wie Sie vielleicht aus dem Titel entnehmen, das ist ein frühpädagogisches Konzept aus Amerika, wo Kinder aufgefordert werden, Objekte aus ihrem alltäglichen Leben mit in die Schule zu bringen oder in die Vorschule zu bringen und an dem Objekt eine Geschichte zu erzählen. Und durch die Erzählung der Geschichte bekommt das Objekt plötzlich eine Bedeutung. Und wir versuchen im Grunde mit dieser Ausstellung und mit zukünftigen Ausstellungen diese Objekte, die hier im Regal nun sozusagen erstmal schlummern. Wir haben hier versucht, die Situation des Lagers hier nachzuahmen, diese einzeln zur Geschichte zu bringen und zum Sprechen zu bringen. Dieses Sprechen bedeutet, dass wir einzelne Geschichten immer wieder versuchen herauszufiltern, um damit auch in einer breiteren Öffentlichkeit zu zeigen, es geht hier nicht nur um die akademischen Dissertationen, die da im Grunde in unseren Studiensälen geschrieben und gearbeitet werden, sondern es geht auch darum, in der Öffentlichkeit das Bewusstsein über diese Objekte zu aktivieren.
Und was wir hier getan haben, also einfach mal die ganze Fülle dieses Materials von Glasnegativen über alte Fotografien, Inventarbücher, all dieses auszubreiten. Und um Ihnen nur mal eine Geschichte ganz kurz zu zeigen, wie wir auch versucht haben, hier das sichtbar zu machen, was steckt dahinter. Also hier die berühmte Geschichte in drei Sätzen. Konrad Adenauer bestellt sich bei dem Architekten Hans Schwippert bei dem Umbau von Palais Schaumburg einen Schreibtisch. Wir haben dazu die ganze Korrespondenz und die Zeichnungen. Und es sind 7 Zeichnungen entstanden. Konrad Adenauer entscheidet sich für diesen Tisch. Der wird in einem Nebenraum im Palais Schaumburg aufgebaut, hergestellt. Adenauer sieht den Tisch, geht dahin und sagt, dieser Schreibtisch ist ganz unmöglich. Ich kann an diesem Schreibtisch nicht sitzen, ich will ihn nicht. Worauf ihm dann Hans Schwippert einen langen Brief schreibt, das ist die Antwort bereits von Adenauer, und sagt, also lieber Herr Bundeskanzler, Sie haben doch 7 Zeichnungen gesehen und Sie hatten doch die Auswahl und jetzt ist das Ding fertig und was sollen wir tun? Worauf, und jetzt, das ist die Antwort eben, wir haben den Durchschlag von Adenauer, der dann also sehr, sehr ausführlich antwortet, warum er als Laie eine Architekturzeichnung nicht verstehen kann und warum er also so darum bittet, dass also der Architekt Respekt davor haben sollte vor ihm als Laien. Und Sie sehen, das Ende der Geschichte ist dann, dass Adenauer sich diesen Tisch, den er, glaube ich, ursprünglich immer haben wollte, dann in sein Büro gestellt hat. Also diese Geschichten nur an einer Stelle mal erzählt. Davon haben wir eben versucht, in der Öffentlichkeit auch mal zu erklären, wozu sind diese ganzen Objekte, die wir haben, von Fotografien über Zeichnungen, über Schriftverkehr, wozu sind die überhaupt nützlich und was kann man damit machen und wie kann man Geschichte auch wieder lebendig machen. Wir haben andere große Nachlässe, die wir in der Zukunft weiter aktivieren werden, zum Beispiel hier von dem Architekten hier Düsseldorf, Paul Schneider-Estleben, der seinen gesamten Nachlass, das sind über 30.000 Zeichnungen, an die TU München gegeben hat, die bis heute nicht aufgearbeitet waren. Und wir werden jetzt in diesem Jahr zu seinem 100. Geburtstag eine Ausstellung machen, die mit einem wissenschaftlichen Beirat und mit einer wissenschaftlichen Publikation dann auch begleitet wird. Also hier nur ganz schnell, das ist sozusagen das Cover dieses Buches und wir versuchen hier im Grunde dieses Archiv, was seit 15 Jahren bei uns liegt, und es ist zu Schneider-Estleben nichts mehr geforscht worden, weil diese Zeichnungen zum Teil in gerollter Form in Plastiktüten bei uns im Keller lagen und wir haben jetzt über verschiedene Stiftungen die Restaurierungsmittel bekommen. Wir haben jetzt im Grunde dieses ganze Archiv rollt jetzt an und mit dieser Ausstellung, die am 14. Juli eröffnet wird, wird im Grunde ein rheinischer Nachkriegsarchitekt überhaupt erstmal wieder in die Öffentlichkeit treten, der bislang überhaupt nicht wirklich bearbeitet ist und damit hoffentlich dann eine neue Würdigung bekommt. Ganz kurz hier noch die Thematik, wie sind diese Bestände erschlossen? Wir haben natürlich die alten Karteikarten, die alten Inventarbücher, all dieses. Und das haben wir auch vorgeführt in der Ausstellung, um den Besuchern zu zeigen, wie kommt es von Verzeichnisbüchern über die Inventarkarten mit Fotografien jetzt eben bis zu der digitalisierten Form unserer heutigen Benutzungsoberfläche. Also Sie können jetzt heute intern, wenn Sie bei uns arbeiten, im Grunde zu jedem einzelnen Objekt alle Informationen abrufen. Wir wollen damit genauso wie die Bibliotheken versuchen, unsere Objekte zu schützen dafür, dass sie ständig aus dem Regal geholt werden. Und Sie können aber auch im Grunde viele Forschungen heute an dem Archiv bereits aus der Ferne über unsere Website auch leisten, wo Sie im Grunde hier bereits einsteigen können und dann nur noch im Ernstfall, wenn Ihnen etwas ganz unklar ist, können wir die Zeichnung rausholen. Das ist das eine, also die Digitalisierung in Form von zur Verfügungstellung dieses Wissens, was wir haben, über das Netz, damit man bestimmte Forschungsinhalte bereits abgreifen kann, ohne sich physisch nach München bewegen zu müssen. Auf der anderen Seite ist die Frage, die ich mir gestellt habe von Anfang an, welches Wissen fehlt uns, was können wir noch gebrauchen? Und es ist natürlich auf der einen Seite, wir kriegen immer noch weitere Nachlässe angeboten, die versuchen wir auch noch unterzubringen, obwohl wir technisch gesehen keine Räume mehr haben. Auf der anderen Seite gibt es eben viel Wissen, was wir nicht über Zeichnungen, Bücher und Publikationen gewinnen können, sondern eigentlich nur über die Protagonisten, die dieses Wissen noch bei sich haben. Und dazu gehört eben, dass wir jetzt inzwischen aktiv im Sinne von Oral History
Architekten einladen, zu uns zu kommen, um dann in unserem Archiv über bestimmte Fragen zu sprechen, die sie weder selber publiziert haben, noch die sie aufgeschrieben haben. Im Grunde also über Video-Interviews dieses Wissen, was wir schon haben, zu erweitern, zu ergänzen und zu vertiefen. Also hier kommt jetzt ein Film, den hoffentlich jetzt starten kann. Damit Sie mal ein Beispiel bekommen, Carlo Weber und Fritz Auer. Und haben wir mit diesen berühmten Damenstrümpfen da angefangen. Haben wir erstmal nur beim Stadion, Carlo, ne? Und da haben wir immer nur dann so Zwischenzwickel gemacht für diese Schalen da, ne? Da waren immer noch Schalen. Und dann kam der Benisch mal mit dem Jüdigen, die kamen immer mal wieder ins Büro und ich sagte, was macht er? Benisch sagt, ihr spinnt ja wohl, was macht ihr da? Hat uns aber immer machen lassen, ne? Das war eines sein Geheimnis, ne? Ja, und hat schon, glaube ich, erkannt, dass da was entsteht, was über das bisherige rausgeht, was wir gemacht haben und gedacht hatten, ne? Und so. Und dann hat der Jüdige gesagt, also, wenn wir das machen, dann machen wir es übers Ganze, ne? Das war wieder so ein Durchbruch, ne? Und dann hat er uns ermutigt zu sagen, diese Gesamtüberdachung dann zu machen. Und dann wussten wir natürlich nicht, wie das geht, ne? Wir hatten dann nur Montreal. Israel hat gesagt, ja, auch wenn auch da das Dreifache der Spannweite und die Pylonen ein bisschen höher, müsste das schon gehen. Das machen wir halt so und so in seinem Schweizer Art. Dann haben wir das gezeichnet. Das war alles noch der Montreal-Pavillon in Hoch 3, ne, sozusagen. Und so haben wir den Wettbewerb dann abgegeben. Und es war ja dieses durchsichtige Material dann, nicht eingefärbt, also nicht so damenstrumpfmäßig, sondern weiß. Und es hat eigentlich die pure Idee nur gezeigt. Und wir wussten aber nicht, wie wir es bauen. Und auch das Preisgericht wusste, sah sich nicht in der Lage. Es hat erkannt die Qualität des Landschaftsentwurfs, aber sahen sich nicht in der Lage zu sagen, das ist baubar in diesen Dimensionen. Ne? Kannte Montreal. Montreal war vielleicht so, Montreal-Pavillon. Ne? Und wir haben mit 76.000 Quadratmeter, dann plötzlich sind wir angetreten. Unwissend, wie wir waren, zum Glück. Ja. Ne? Gut, Sie sehen, wir können jetzt stoppen hier. Sie sehen, das ist für mich der Begriff von Wissen produzieren, was wir weder über Publikationen noch über Modelle oder Zeichnungen gewinnen könnten. Das sind Geschichten, die haben die beiden, Carlo Auer und Fritz Weber, vorher in dieser Form nie irgendwo aufgeschrieben oder hinterlassen. Und damit wollen wir in der Zukunft auch weitergehen, um dieses Wissen zu vermehren und zu verbreitern. Und ich habe Ihnen den Film auch nur deswegen gezeigt, weil wir versuchen, da am Ball zu sein. Carlo Weber ist gerade vor einem halben Jahr gestorben, also im Grunde 6 Monate nach diesem Interview gestorben. Damit wäre dieses Wissen auch letztlich schon wieder verloren gegangen. Also wir arbeiten da aktiv daran weiter. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, um hier zu zeigen, wir ruhen uns nicht nur auf diesen Projekten aus, die wir schon haben, sondern wir versuchen, hier weiterzumachen, aktiv zu sammeln und natürlich auch an den Objekten weiter zu sammeln. Wir haben bei dieser Ausstellung hier auf einem Tisch mal ausgebreitet, allein für diese Ausstellung haben wir von 35 Architekten weltweit nochmal Objekte bekommen, die ganz spezielle Geschichten erzählen, und zum Teil haben wir die auch über Video-Interviews auch aufgezeichnet, weil wir glauben, dass vieles nur noch über diese Medien nur noch gewonnen werden kann. Das Thema war eben auf der einen Seite Wissen speichern und es konservieren, das versuchen wir eben mit diesen Archiven, auf der anderen Seite das Wissen aktivieren über Ausstellungen, über Publikationen und andere Medien, und zum Dritten eben für mich Wissen auch produzieren, und dazu gehört eben jetzt dieses Projekt mit der Oral History dazu. Und ich denke, Sie kennen alle das berühmte Gedicht von Bert Brecht, die Legende von der Entstehung des Buches Tao Te Ching. Also da sehe ich mich auch so ein bisschen in diesem Zitat wieder, wo Brecht schreibt, darum sei der Zöllner auch bedankt,
er hat sie, die Weisheit, ihm abverlangt. Also wir versuchen auch immer mehr, diese Weisheiten von den Architekten ihnen abzuverlangen, was sie nicht schreiben können. Und viele von Architekten schreiben eben nicht, es auf einer anderen Weise zu gewinnen und neue Methoden der Wissensgenerierung hier zu finden. Am Schluss vielleicht noch ein Ausblick zu dieser Frage, die bestimmt mich sonst gleich erreichen wird. Wie gehen wir um mit den digitalen Archiven bei den Architekten? Wir haben noch keine klare Antwort dazu. Die ganzen Architekten, mit denen ich in der letzten Zeit spreche, haben selbst noch keine klare Vorstellung davon, wie sie mit ihren Archiven in 10, 20 Jahren umgehen werden und umgehen können. Viele haben jetzt schon Probleme, ihre Daten aus den letzten 10 Jahren abzulesen, weil die Softwarefirmen keine Garantie dafür geben, dass die Daten lesbar bleiben. Dazu kommt dann die ganze Problematik des Originalbegriffs. Also wenn wir eine Zeichnung als Original verwahren, dann bleibt die, wenn sie nicht irgendwie im Hochwasser oder im Feuer zum Opfer fällt, für die nächsten 500 Jahre als Original erhalten. Aber jede Datei, die wir auf einer Festplatte verwahren, die dann immer wieder die Daten transmigriert werden müssen und abgedatet werden müssen, verliert jedes Mal Originaldaten. Das heißt, die werden immer wieder überschrieben. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie wir mit diesen Dingen umgehen können in der Zukunft. Und wir sind dabei, hier Strategien zu entwickeln und zu überlegen. Aber im Augenblick, muss ich sagen, ist die Welle des Originalmaterials, das immer noch quasi an unsere Pforten brandet, hoch genug, dass ich mich sozusagen auch aus Platzproblemen, weil wir dieses Originalmaterial als Ergänzung weiter gewinnen wollen, auch noch nicht wirklich tiefer mit der Frage der digitalen Archivierung auseinandergesetzt habe, weil wir immer noch genügend mit dem analogen Archiv zu tun haben und zu tun haben werden, auch wohl noch hoffentlich für lange Zeit. Ich glaube, das war jetzt ein kurzer Überblick und ich stehe jetzt gerne für Fragen bereit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lepik. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ja, bitte. Gabriele Stüber nochmal vom Zentralarchiv in Speyer. Ich rate Ihnen zu einer Vernetzung mit den Archiven, denn seit 1997 gibt es eine Arbeitsgruppe zur Archivierung von Unterlagen aus elektronischen Systemen. Und Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Die Kollegen sind sicherlich gerne bereit, Ihnen aus Ihrer hochkompetenten eigenen Profession da an dem Wissen teilhaben zu lassen. Ja. Gut, danke. Vielen Dank für den Hinweis. Ach so, eine Ergänzung noch. Bei den digitalen Unterlagen läuft Ihnen die Zeit davon, bei den papierbasierten nicht. Sie sollten Ihre Priorität auf die digitalen setzen. Neuhausen, Universitäts- und Stadtbibliothek. Ich wollte eigentlich einfach mal sagen, dass es mich sehr beeindruckt hat, wie Sie Ihre Sammlungen vermitteln, wie Sie sie zum Sprechen, zum Klingeln bringen. Und hier würde ich gerne den Bogen nochmal zu dem schlagen, zu dem vorherigen Vortrag von Herrn Professor Schneider, weil mich hat es tief betroffen gemacht, wie Sie ganz zum Schluss gesagt haben, naja, Sie würden ja üben, die Argumentation üben, um unsere Existenz zu rechtfertigen. Und ich glaube, ich sage das jetzt mal ganz selbstbewusst, unsere Existenz als Bibliotheken ist nicht gefährdet, weil wir haben auch genauso wie Sie ganz wundervolle Sammlungen, die wir auch vermitteln können für Lehre und Forschung sozusagen. Also das ist etwas, was ich jetzt in Köln feststelle, dass wir sehr besondere, spezifische Sammlungen haben mit einem besonderen Profil, mit einer besonderen Geschichte, Sammlungen, die auch besondere Geschichten erzählen. Und wenn wir diese Sammlungen vermitteln, sowohl für die akademische Lehre wie auch für die akademische Forschung, dann ist das etwas, was den akademischen Betrieb an der Universität sehr, sehr reich macht. Und ich würde sagen, das ist nur ein Aspekt, der sozusagen uns als Bibliotheken und auch genauso auch Museen sozusagen besonders und unersetzlich macht. Ich habe das eher als Anmerkung denn als Frage verstanden, außer Sie haben da eine Ergänzung, Herr Lepik? Nein, ich habe es auch als Kommentar. Gut, dann gibt es weitere Fragen. Ja, bitte. Hallo. Sie sind ja auch eine Universitätssammlung und die gibt es ja überall auch sonst. Also in Aachen gibt es das Reifmuseum, die haben auch so Sachen gesammelt und die Modelle sind aber leider zum Platz verfüllen genommen worden.
nach dem Krieg, also so ganz schlimm. Und nachher haben auch viele Leute gedacht, wenn man ein paar Jahre im Büro vor einem bestimmten Bild an der Wand sitzt, dann darf man es zur Emeritierung auch mitnehmen. Egal, ob das was Tolles war oder nicht. Und in den 20ern hat da der Sammlungsleiter auch mal einen Kandinsky angeschafft. Das war damals noch nicht so en vogue. Also vielleicht andere Universitätssammlungen noch, ne? Ja, es gibt natürlich ganze Menge Sammlungen auch in Berlin an der TU und anderen, die auch unterschiedliche Tiefe haben. Aber es ist eben, wie gesagt, wir sind im Augenblick die Einzigen, die diese öffentlichen Schauräume haben in einem zeitgenössischen Museum. Also die meisten haben Archive, auch Architekturfakultäten, viele haben noch was im Keller, aber es ist einfach nie zu so einer Art von öffentlichen Präsentationsfläche gekommen wie in München. Nennen Sie mir noch ein Beispiel, wo es ein anderes Architekturfakultät gibt, die einen Ausstellungsraum hat. Also ich verweise lieber auf die, die das Seminar damals geleitet hat. Das ist die Martina Bleischig und die beschäftigt sich mit den Architektursammlungen. Gut. Weitere? Ja, hier. Frau Bescheider. Ja, vielleicht nur eine kurze Interessensfrage. Sie haben ja auch das Stichwort angesprochen, was uns noch fehlt. Also immer zu fragen, was fehlt uns noch? Und Sie haben das Stichwort angesprochen, Digitalisierung Ihrer Bestände, dass sie eben zugänglich sind, auch wenn man nicht nach München reist. Da würde mich interessieren, inwiefern arbeiten Sie dann auch mit sozusagen digitalen Simulationen Ihrer Objekte? Also wenn es sich nicht um eine Zeichnung oder so etwas handelt, sondern tatsächlich ein Objekt, was ja immer etwas anderes ist, wenn man um das Objekt herumgehen kann oder vielleicht den architektonischen Raum auch selber erfahren kann? Also wir arbeiten im Augenblick nur quasi mit der Flachware, wie man so schön sagt, mit den Zeichnungen und Schriften, die wir scannen und digitalisieren, aber noch nicht irgendwie mit 3D-Modellen oder ähnlichen Dingen. Soweit sind wir noch nicht vorangekommen. Aber ich würde gerne, ja, weil wir auch natürlich an der Architekturfakultät natürlich auch sehr stark innovative Lehrstühle haben, die auch natürlich mit der 3D-Technologie arbeiten. Da würde ich gerne auch mal irgendwann das zurückbinden, dass wir da auch vielleicht noch solche Dinge weiterentwickeln. Ja. Herr Bredekamp? Ich weiß nicht, es mag so klingen, als würde ich für meinen eigenen Vortrag sprechen. Das liegt mir ganz fern, aber ohne dass es zu erwarten war, haben sich bei den beiden vorherigen, bei Ihnen sind es andere Probleme, die genauso interessant waren, aber haben sich eigentlich genau dieselben Probleme gestellt. Der Furor der Digitalisierung bringt das Analoge hervor. Und es gibt dafür überhaupt keinen Rechtfertigungsgrund, wie Sie gerade sagten. Und für mich wäre eine Frage, ob man nicht von dieser manichäischen Dichotomie wirklich auf allen Ebenen wegkommen sollte. Und Sie haben das so deutlich auch gezeigt, auch sehr eindrucksvoll, der soziale Raum der Bibliothek, der nicht transportierfähig ist. Er ist nicht zu ersetzen. Die sich bewegenden, denkenden Körper sind durch nichts zu ersetzen. Und vielleicht ein Punkt, der für meinen Begriff nicht richtig war, der aber genau hierfür spricht. Die Architekturfakultäten sind in den letzten 20 Jahren ja durch geradezu religiöse Kämpfe, in denen sich Existenzen definiert haben und auf ewig zerstritten haben, zerrissen worden, zeichnen wir noch. Und in dem Moment, in dem zum Beispiel die Kölner Hochschule für Medientechnologie das Zeichnen abschaffen wollte, war der Aktkurs mit 80 Leuten voll. Und die Gegenbewegung war in diesem Moment da. Nur ein Beispiel, dass wir vielleicht für die Zukunft vor einer Situation stehen, in dem sich beides produktiv verschränkt und nicht abstößt. Die Architekten beginnen absolut zu zeichnen wieder, weil es mehr Lust macht. Frank Gehry hat in seinem gesamten Leben noch kein einziges Mal auf ein Computerscreen gesehen, weil er es als abartig ansieht. Er zeigt seine Werke immer noch durch Diapositive und arbeitet mit der Hand. Seine Architektur kann überhaupt nicht als durch Computersimulationen umgesetzt werden. Das ist ja nun absolut selbstverständlich, nicht? Also in einer Person verdichtet sich sozusagen beides. Und ja, leider ein Kommentar. Aber wie gesagt, die Frage zu der Architektenausbildung,
das zeigt sich sehr, sehr deutlich, dass der Diseño absolut unüberholt. Also stimme ich auch voll zu. Und ich glaube, dass dieser Hype, der sozusagen, wie Sie vorhin ja auch in Ihrem Vortrag gesagt hatten, mit quasi diese Ende der Kunstgeschichte, Ende der Geschichte überhaupt und Ende des Zeichnens wurde ja auch irgendwie mit der Blob-Architektur propagiert. Und ich sehe es genauso, dass ganz viele Lehrstühle bei uns von Florian Nagler und anderen Hermann Kaufmann, die ganz grundständige Zeichenausbildung geben, dass die total beliebt sind und dass die Studenten da sozusagen gerne hingehen, aber gleichzeitig auch natürlich das andere nicht lassen. Also ich glaube eben auch, es fügt sich schon zusammen. Und es ist jetzt auch bei uns aus eigener Beobachtung gibt es jetzt auch einige Lehrstühle, die zu uns sozusagen, weil es ja eine Lehrmittelsammlung früher war, jetzt wieder zu uns kommen und schauen sich ganze Nachlässe an und arbeiten die mit ihren Seminaren auf, um den Studenten zu zeigen, wie ist früher durch Zeichnung auch Wissen oder auch Raum definiert worden. Und da kommen jetzt wieder ganze Lehrstühle auch intern auf diese Materialien zurück. Also das ist auch eben spannend zu sehen, wie sich diese Bewertung von solchen Objekten auch immer wieder über die Zeiten verändert. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die ich gerne jetzt auch noch zulassen würde und dann würde ich Schluss machen. Herr Schneider. Ich muss ja jetzt was sagen zu den hier im Raum anwesenden Verteidigern historisch wertvoller Dinge und einzelner Objekte. Ich bin ein großer Fan davon und ich hätte in den 10 Jahren in Leipzig jetzt nicht 20 Buchausstellungen gemacht, wenn ich nicht sozusagen gerne Kniefälle tue vor historisch einmaligen Objekten. Wir reden aber, wenn wir über Bibliothek reden und die Funktion der Bibliothek ins Auge fassen, dann reden wir über Texte. Und die Textkultur, die hatte sich vorübergehend mal in der Druckkultur aufgehalten und tut das jetzt einfach nicht mehr. Deswegen muss man vielleicht, hilft das, diese Unterscheidung zu sagen, dass natürlich bei allem, was Objekt ist, solange 3D, ich kann das auch nicht sehen, dass 3D jetzt nun, ich greife mal der Entwicklung nicht vor, was auf alle Fälle wahr ist, ist, dass wir bei den Texten nicht nur sozusagen durch die digitale Form eine andere Formate haben, sondern wir haben auch andere Wege der Kommunikation. Und da passt nämlich das, was Frau Bscheider sagte, auch voll ganz hinein, wenn es um Wissensspeicher geht und um sozusagen die Dynamisierung dieser Wissensspeicher. Buch, Zeitschrift, das sind historisch vergangene sozusagen Formen. Die gibt es bald nicht mehr in dieser Form, außer historisch. Die Texte waren auch gar nicht sozusagen, kein Text ist daran interessiert, in einer Zeitschrift oder in einem Sammelband zu sein, sondern ein Text ist daran interessiert, einen Adressaten zu finden. Diese Bewegung, die er vollzogen hat, hat sich in der Buchkultur in bestimmten Formen vollzogen und vollzieht sich jetzt in anderen Formen, die digital sind, die abgespeichert werden müssen, die protokolliert werden müssen, die irgendwie beherrscht werden müssen. Und da ist ein Problem, dass man als Bibliothekar wirklich enorm dringend sieht, weil es in der Ausbildung, in der Lehre von ganz vielen Fächern, nicht von allen, eine wirklich radikal tiefgreifende Rolle spielt. Ich nehme das nochmal als Ergänzung zu dem Vortrag vorhin und zu der Anmerkung von Herrn Neuhausen gerade. Ich hatte hier eine Wortmeldung. Ja. Ja, nur eine kurze Anmerkung. Mein Name ist Wenz, ich komme vom Staatsarchiv in Marburg. Ich denke, gerade bei den Architekturzeichnungen ist eben das Analoge und das Digitale auch sehr komplementär. Also im Analogen hat man eben die Haptik, ja, welcher Beschreib- oder Zeichenstoff wurde genommen, welche Tusche wurde verwendet, welche, weiß ich nicht, was man sich dann noch denken kann. Und im Digitalen, Sie haben es ja da oft, das hat man ja auch an Ihren Fotos gesehen, an Ihren Ihre Präsentation, Sie haben es ja da mit sehr großformatigen Dingen zu tun, die also für eine Erforschung auch schwierig erfassbar sind. Und wenn sie in einem digitalen Medium vorliegen, kann man sie natürlich im Detail nochmal ganz anders wirklich in die wissenschaftliche Erforschung nehmen. Und insofern sind eben diese beiden Medien doch durchaus sehr, sehr, sehr komplementär und zusammen zu sehen, auch vielleicht in Ihrem Sinn nochmal, Herr Bredekamp. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Und jetzt noch einmal hier vorne eine Wortmeldung. Mein Name ist Fleckenstein, Historisches Archiv der Stadt Köln. Frau Wenzke, schließe ich mich an. Das wollte ich auch so an die Formate, die Sie haben. Sie haben auch eine ganze Reihe von Fotos, nehme ich an, in Ihren Beständen. Nordrhein-Westfalen hat kein Baukunstarchiv. Sie haben den Nachlass eines Düsseldorfer Architekten. Da würde mich interessieren, nach welchen Kriterien Sie Ihre Sammlung ausrichten. Also kurz gesagt,
der Schneider-Esleben war wirklich eine Ausnahme, weil der Schneider-Esleben hatte eine Hütte irgendwo in Bayern und ist auf seinen Wegen immer von Düsseldorf auf seine Hütte immer in München vorbeigekommen. Und mein Vorgänger hat ihn sozusagen umschmeichelt und kam auf seine Hütte. Und irgendwann mal war, glaube ich, Schneider-Esleben in seiner Karriere in Düsseldorf auch nicht so, ist nicht mehr so weitergekommen, wie er sich erhofft hatte in Düsseldorf. Und ich glaube, er hatte einen gewissen Groll gegen die Archive, die es hier gab. Und das war wohl eine sehr persönliche Geschichte. Im Übrigen würde ich sagen, Kriterien sind schon, dass wir versuchen, in diese, so wie die Sammlung gewachsen ist, sehr stark an den Lehrern, die an der TU waren, von Döllgast und anderen, natürlich diese Sachen weiter zu ergänzen und auch, wenn dann wieder Schüler dieser Lehrer wieder berühmte Architekten waren, da wieder dran weiterzuknüpfen, sodass wir da auch so ein gewisses Gedächtnis der Institution weiterknüpfen. Also wir machen jetzt nicht, wie das MoMA, wo ich auch war, wo man dann von jedem Architekten irgendwie drei Blätter holt, dann holt man sich von Frank Gehry fünf Modelle und nochmal eins von dem, sondern also das MoMA hat sozusagen eine ganz andere Sammlungsstrategie. Wir versuchen möglichst komplette Archive, die in irgendeiner Form sozusagen auch sich mit unserem Profil verknüpfen lassen, also in der kürzesten Version. Vielen Dank, Herr Lepik, nochmal für den anregenden Vortrag. Vielen Dank.